Daedalic. Und damit herzlich willkommen zum letzten Teil von Deponia auf meinem Kanal. Goodbye, Deponia. Boah, ich freue mich. Hier, ich hatte gerade schon mal den Part angefangen, aber ich musste den leise. Habe ich gedacht, ne, das kannst du keinen machen. Ich bin selbst mir schon das Herz von den Ohren geflogen, weil die Videocutscene so laut war. Ich habe das jetzt mal ein bisschen sehr gedrosselt. Ich will hoffen, dass das jetzt, wenn man so draufklickt. Ja, das sollte klappen. So, ich würde sagen, Neustart und neues Spiel starten. Und ich glaube, das hier können wir überspringen. Das Tutorial will keiner hören, oder? Oh nein, nicht. Ja, ich. Komm, machen wir mal so. Überspringen! Tutorial will wirklich überspringen? Ja! Elysium. Daedalic Entertainment präsentiert. Meine lieben Mitelysianer, ich weiß, ihr habt euch alle sehr auf diesen Tag gefreut. Leider muss ich euch mitteilen, dass Inspektor Cletus und dessen Begleiterin noch nicht wieder zurück sind. Wir können also immer noch nicht ausschließen, dass es unten auf Deponia Menschen gibt, die es irgendwie geschafft haben, bis heute im Schrott zu überleben. Oberkontrollrat Ulysses hat mir bestätigt, dass der Organon bereit ist, seine Bestimmung zu erfüllen. Sobald er mit dem Inspektionsteam aus den Ruinen des ehemaligen Porta Fisco zurückkehrt, steht dem spektakulären Startschuss unserer Reise nach Utopia nichts mehr im Wege. Es ist nur noch eine Frage von Stunden, bis wir dem Organon endlich das Signal zur Sprengung unseres Heimatplaneten geben können. Die gute Nachricht ist, aufgrund dieser Verzögerung bleibt die Wasserrutsche bis auf Weiteres geöffnet. Du gestörte Göre, schiebst mich vor die Türe. Im Müllsack oder ein Riegel, du schiebst ständig was vor. So auch Gründe dafür, Konfitüre à la Bordüre. Konstatiere, dir fehlt das Gespür für Humor. Doch noch ist es nicht zu spät, putz mal dein Hörgerät. Rufus Geschichte ist noch nicht vorbei. Sie geht weiter da, wo sie mal kurz on hold war. Und zwar auf Deponia. Capo Alfine, Spot an für Teil 3. Wasser, Spot an für Teil 3. Boah, ich freu mich gerade. Ich freu mich richtig. Goodbye, Deponia. Boah, wie ich mich freue. Die Depot-Teile kann ich immer wieder zocken. Die sind einfach immer wieder geil. Müll. Müll. Noch mehr Müll. Dichter Qualm. Moment mal. Qualm? Ich werde Bose und hol das Minensuchgerät. Moment, ist gut. Ich mache doch noch Frühstück. Grillhonig. Nicht schon wieder. Das Antiallergen ist im Schrank. Die Bärenfalle, Quatsch. Kein Grillhonig. Ich angle uns einen Fisch mit dem guten alten Tauchkran. Das ist neu. Kein Problem. Lass mich nachdenken. Wir müssten mittlerweile im Schlammmeer sein. Haben wir noch genug Plastik? Doch. Was? Das ist nicht das Scherbenmeer. Was? Richtig. Da war ja noch was. Während wir schwimmen, hatte ich eine Idee. Was hast du getan? Ich habe eine stillgelegte Rampe für ein schienenbahntrassiges Organon gefunden. Und da dachte ich mir, Rufus Mutter war doch früher mal ein Schienenfahrzeug, nicht wahr? Rufus! Was denn? Du hast uns auf eine Organon-Kreuzertrasse gesteuert. Ja. Die führt uns direkt nach Porta Fisco zur oberen Ausstiegsstation, wo der Organon seine Hauptverwaltung hat und wo das letzte Hochboot an Elysium vor Anker liegt. Das war doch der Plan, oder nicht? Ich nutze meine verblüffende Ähnlichkeit mit Kiefes, um mich mit Goal an Bord zu schleichen. Aber da kommt schon. Jetzt lasst uns erstmal was essen. Das ist der Organ. Jetzt hat er eine Hand gebissen.
dachte, wir sind gar nicht mehr auf dem Wasser. Ja und? Wie? Ja und? Was hat denn dann angebissen? Oh. Jo. Allererstes. Dieses Geschnarche ist ja grauenvoll, also bitte. Viel, viel besser. Also ich weiß nicht, irgendwie dann die Depotdateien vom Sound her scheiße einzustellen. Ja, dann gehen wir da mal nach. Oh Mann, dass es schon so chaotisch anfängt, war ja klar. Oha. Spätestens jetzt wird Bose wohl einsehen, dass er einen neuen Putter braucht. Oh, Rufus, du hattest ja so recht. Du bist so ein guter Freund. Tja, selber schuld, Fettsack. Zum Bu. Oh oh. Oh. Wo bleiben Sie, Argus? Ich habe gerade mit dem elysianischen Ältestenrat geredet. Sie werden langsam nervös. Wir sind auf dem Weg, Herr Oberkontrollrat. Inspektor Cletus und seine Begleitung sind an Bord. Es wird keine weiteren Verzögerungen geben. Das will ich auch sehr hoffen. Hier ist es Ende. Verrat! Stoppen Sie die Maschinen, Argus! Cletus, Sie haben hier nichts verloren. Sie sollten in der Kabine bleiben, bis wir Porta Fisco erreicht haben. Das muss warten. Diese Frau ist nicht meine Verlobte. Legt seine Augäpfel aufs Waffeleisen! Das weiß ich doch. Sie ist eine Deponianerin mit einem Gehirnimplantat, in welchem sich aber auch die Datasette mit dem Bewusstsein ihrer Verlobten befindet. Eben nicht. Klingt das etwa wie Gohl? Kaut ihnen das Fleisch von den Fetzen! Sammelessig! Vielleicht hat sie gerade... Sie wissen schon, die Maler im Keller. Unfug. Dieser Rufus hat mich reingelegt. Wir müssen umkehren. Die Unglückseliger. Herr Amtmann, da ist etwas auf dem Gleis. Das interessiert mich nicht. Überfahren Sie es doch einfach. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Der Inspektor hat nämlich noch etwas Wichtiges vergessen. Und wehe ihm, wenn er es nicht bald wiederfindet. Oppenbott, Sie begleiten Inspektor Cletus. Sehr wohl, Herr Amtmann. Ach ja, der gute Oppenbott und Cletus. Ach ja. Dann gehen wir da mal. Ja. Hol, hol. Halt aus, ich komme. Ja, dann geh da mal. Oh. Goal. Was treibst du da? Ich versuche, das Kabel zu befreien. Ach, nun komm da bitte runter. Das ist gefährlich. Und ich dachte immer, du kennst dieses Wort gar nicht. Und ob? Gefährlich ist mein zweiter Vorname. Ich meinte eigentlich bitte. Aber wenn du helfen willst, der Kran wackelt bedenklich. Du musst die Schrauben festziehen. Okay, kein Problem. Ja, dann, da, Kranhalterung. Der Kran kann jeden Moment abbrechen. Ich muss jetzt irgendwas machen. Ein romantisches Plätzchen hast du uns da ausgesucht. Ins Theater wolltest du ja nicht. Die Sitze wären zumindest bequemer gewesen. Du könntest einen Anfang machen und die Schrauben festziehen. Ich versuche derweil, das Kabel loszubekommen. Ist so gut wie erledigt. Okay, dann mache ich die Schraube. Hm? Und dann jetzt die Schraube. Ups. Die Schraube. Schraube Mitte. Hoppla. Kommst du voran? Ja, es gibt Fortschritte. Gewissermaßen. Was hast du getan? Das war ich nicht. Verdammt, Rufus, wir werden runterfallen. Werden wir nicht. Ich rutsche. Kein Problem. Ich halte dich. Ein Fan?
Aber mach doch einfach weiter. Vorher nur eine klitzekleine Frage. Wie genau wirst du ihn ausschalten? Wie ich? Was? Na, welche spektakuläre Rufus-Manöver wirst du einsetzen? Ach so. Ich werde ihn mit einem Karate-Spezialtritt überrumpeln. Ich werde ihn mit einem Karate-Spezialtritt überrumpeln. Oh, eine Highspeed-Aufnahme. Dann muss ich die Belichtungszeit verkürzen. Karate? Highspeed-Aufnahme? Wovon redet ihr? Das wirst du gleich sehen. Warte! Ich habe den falschen Film eingelegt. Kannst du ihn vielleicht mit einem anderen Trick überwältigen? Klar. Dann werde ich ihm die Schnürsenkel zusammenknoten. Ich werde ihm die Schnürsenkel zusammenknoten. Aha, ein Detailshot. Lass mich nur schnell mein Teleobjektiv montieren. Bei euch ist wohl ein Ritzel rostig. Ich habe ja nicht einmal Schnürsenkel. Abbruch, Abbruch! Das Teleobjektiv ist da, aber der Adapter fehlt. Können wir die Schnürsenkel-Idee nach hinten stellen? Na gut. Ich werde ihn mit einer Verdunkelungstaktik täuschen. Ich werde ihn mit meiner Verdunkelungstaktik täuschen. Aha, eine Restlichtaufnahme. Dann lass mich schnell meinen Blitz auf höchste Stufe aufladen. Verdunkelung? Du blöffst doch. Vielleicht ja, vielleicht sogar unbedingt. Ich werde wohl trotzdem mal meinen Restlichtverstärker einschalten. So. Fertig! Du kannst loslegen, Rufus! Mann, das wird so episch! Okay. 1, 2... Ah! Ich bin blind! Ich bin blind! Und? Oh, das haben wir perfekt hingekriegt. Wow, du hast es wirklich geschafft. Tja, so bin ich eben. Wie hast du das nur hinbekommen? Warte auf das Foto. Und jetzt wirst du Goal retten, nicht wahr? Wen? Ach so. Wie? Klar. Wie wirst du es anstellen? Alles zu seiner Zeit. Jetzt sollten wir uns erst einmal unterhalten. Sollten wir? Von Fan. Idol. Oh, was für eine Ehre. Du bist also mein Fan? Du bist also mein Fan. Mein Name ist Barry. Ich bin meilenweit gereist, um nur ein einziges Mal mit meinem großen Idol reden zu dürfen. Ja, dann lass mich doch auch reden, anstatt mich mit deiner inhaltsleeren Vita zu langweilen. Oh Gott. Wir sollten die Zeit für ein Interview nutzen. Wirklich? Solltest du nicht erst einmal Goal retten? Ach die. Alles zu seiner Zeit. Ein echter Held muss sich auch um seine Zielgruppe kümmern. Wow, du bist wirklich der Größte. Hast du mitbekommen, wie ich Goal aus dem Clown des Organon gerettet habe? Natürlich! Die Geschichte, wie du sie aufgefangen hast, als sie vom Himmel fiel, ist legendär! Fast so legendär wie deine selbstlose Entscheidung, sie vollkommen uneigennützig nach Elysium zurückzubringen! Legendär? Epochal! Hast du gehört, wie ich hinter das Komplott des Organon gekommen bin? Aber natürlich! Du hast dich durch eine Hundertschaft von Organon-Soldaten gefochten, um die Wahrheit aus Kletas herauszuprügeln. So hast du erfahren, dass die Elysianer Deponia sprengen wollen. Sie wissen nicht, dass Deponia bewohnt ist. Oberkontrollrat Ulysses und sein Handlanger Argus halten diese Tatsache geheim. Und sie haben Kletas angestiftet, seinen Bericht dahingehend zu fälschen. Als wärst du dabei gewesen. Weißt du, dass ich es war, der die Rebellion gegen den Organon aus dem Boden stampfte? Weißt du, dass ich es war, der die Rebellion gegen den Organon aus dem Boden stampfte? Aber natürlich! Auf dem schwimmenden Schwarzmarkt kam dir die Idee, Mitstreiter im Kampf gegen den finsteren Fiskus zu suchen. Dort hast du Janosch, Galef und Liebold rekrutiert, die zufällig in einem Gurkenfass vorbeitrieben. Der weiß ja sogar die erfundenen Sachen. Ist zu dir durchgedrungen, dass ich die Entvölkerung des Rostroten Meeres vereitelt habe? Na klar! Du hast den Rebellenangriff auf einen Organon-Sprengturm angeführt. Dort hast du im Alleingang die Sprengklammern blockiert und obendrein noch Gaul aus den Klauen ihres hintertriebenen, möchtegern verlobten Kletus gerettet. Genau so war's.
Wie wäre es mit einer kleinen Fotosession? Wie wäre es mit einer kleinen Fotosession? Oh, großartig! Tja, was wäre wohl ein geeignetes Motiv? Ich könnte dich fotografieren, wie du Goal rettest. Dann wäre sie auch auf dem Bild, oder? Würde das nicht zu sehr vom Protagonisten ablenken? Ganz im Gegenteil. Es würde deine Selbstlosigkeit unterstreichen. Meinst du? Na gut. Dann halte dich mal bereit. Und schön aufpassen, dass meine Selbstlosigkeit mit aufs Bild kommt. Okay. Kanone. Warte, Goal! Ich schieße dich frei! Nein! Alles nur das nicht! Ja! Ich bin ein Kanonier-Ass! Mist! Die Kanone hat einen Linksdrall. Okay, Knopf. Was haben wir hier? Hebel. Genial! Du hast die manuelle Geschwindigkeitskontrolle des Kreuzers gefunden. Genau, die manuelle Dingens. Ich spüre ein weiteres brillantes Rufus-Manöver nahen. Spür bitte, ohne so einen Krach zu machen. Kommt jetzt die extreme Action? Die was? Na, die Action! Ein super extremes Rufus-Manöver! Ja, genau. Voll extrem. Oh, ich bin ja so gespannt. Kommt jetzt die extreme Action? Ja, ja, ja. Oh, ich bin... Beschleunigen. Aha. Du beschleunigst den Kreuzer, anstatt ihn zu stoppen. Wie es alle anderen getan hätten. Alle anderen sind ja auch Idioten. Und dass der Kutter zwischen die Zahnräder gerät, ist sicherlich auch ein Teil deines Plans, richtig? Genau. Okay. Hui, versprühen aber die Funken. Und Feuer. Noch schneller. Wahnsinn. Mein Mantel brennt zwar, aber ich bin trotzdem froh, dass ich hieran teilhaben darf. Zum Glück ist der Organon für seine hervorragenden Brandschutzmaßnahmen bekannt. Ha, reine Propaganda. Darauf verwette ich meine Stiefel. Deine Stiefel. Eine Feuerart. Und ein Schlauch. Eine Kanone? Kanone? Ah, schlau. Was? Für ein Teufelskerl! Die Feueraxt. Halten! Und miau. Was für ein Held! Hat jemand das Fenster offen gelassen? Der Kutter war kaputter als die Waage von Tonis Mutter. Das Futter war alle und die Route noch weit. Doch die Stimmung war gut, da war alles in guter. Nur irgendwann machte sich Müdigkeit breit. Denn ab hier mussten Rufus und Koja zu Fuß los. Nicht tragisch, so ein Fußmarsch macht ja doppelt so viel Spaß. Mit einem peppigen Lied auf den Lippen. Um die Sache zu unterstreichen, flut ich jetzt die Gesangskabine des Chors mit Heliumgas. Mit Heliumgas. Wie geil. Ach ja, und wieder einmal Goal gerettet. Und wir sind auf der Kreuzertrasse. Doc. Go. Bozo. Rufus. Yeah! Und boah, wie ich diesen Organon mit meiner Schattenattacke ausgeschaltet habe. Habt ihr das gesehen? Zum 1000. Mal, Rufus, wir... Das war so lässig. Man nennt ihn Rufus. Rufus. Und jetzt alle. Rufus ist der Mann, der die Lässigkeit erfand. Oh, so, ich höre dich nicht. Zum Strand. Was? Ey! Wo wollt ihr denn hin? Da unten ist ein Hotel.
Ich muss mich dringend waschen. Besonders die Ohren. Ah, die sind ja motiviert. Aber Goal? Komm schon, Rufus. Bist du sauer? Dreckig, zerschunden, gedemütigt. Das ja, aber sauer? Nein. Es war schon irgendwie lässig. Ist fertig? Gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.